Ohne Freiwillige könnten viele Organisationen nicht existieren. Ich nehme mal Hundeführer, die ihre Zeit investieren, um bei uns im ehrenamtlich und freiwillig sich im Bereich der Personensuche zu engagieren. Wenn man auf einer Lokomotive mitfährt, dann kann man bei uns diese Ausbildung auch machen als Heizer und dann auch als Maschinenwärter, dass man die Lokomotive fährt. Aber wir suchen genauso junge Damen, die in der Kasse sitzen oder den Buffetwaggon. Um den direkten Kontakt. Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit, da geht es um Nähe, da geht es um Wertschätzung, da geht es um Empathie. Falls im Landhaus hat man heute die Gelegenheit für einen speziellen Besuch. Herzlich willkommen! Im Büro der Landeshauptfrau ist Tag der offenen Tür. Was war die ungewöhnlichste Frage, ob ich eine Modeberaterin habe, aber nein, ich habe keine. Dass man einfach in seinem Leben einmal auf dem Sessel der Landeshauptfrau sitzen kann, das war schon ein schönes Erlebnis für mich. Hast du dich wohl gefühlt? Sehr bequem und weich.